normale und... Wir sind gar nicht fertig. Wir sind mittendrin. Voll fertig. Für die Community, wa? Genau. Für unsere Zuschauer. Oh, nee. Nee, das kann ich hier nicht drinnen lassen. Das muss ich groß nehmen. Ja, willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Genau. Ja, was testen wir denn? Wir testen heute ein Spiel. Ich weiß nicht, wie ich ausgesprochen wird. Dean Buzzelt. Guck mal aus. Sollte man immer dabei haben, ne? Ein Bieröffner. Ein Multitool. Ach so. Dean Buzzelt, Buzzelt. Du meintest Jelly ja, Bohnen von Harry Potter in allen Geschmacksrichtungen oder so. Wie hieß denn das? Barry Plotz, Blotz? Nicht schwer. Cherry Plopper? Ey, ich weiß es nicht. Schreibt mal eine Kommentare von Harry Potter. Und das ist jetzt ein Spiel, ja? Okay. Naja, pack aus. Oh, ey. Stinkige. Okay, also. Das ist übrigens schon die fünfte Edition. Also, das scheint zu laufen, das Spiel. So, was ist drin? Hier schon mal. Und hier so eine ganzen ollen Boden hier. Ich glaube, ihr könnt es sehen. Der Clou ist dabei. Also, es gibt immer eine leckere und eine ekelhafte, eine eklige Variante. Die sehen dann aber gleich aus. Na, jetzt zum Beispiel zwei weiße. Hier, zwei weiße sind zum Beispiel einmal verdorbene Milch oder Kokosnuss. Also, insgesamt gibt es, lass mal kurz überlegen, 20 verschiedene Geschmacksrichtungen hier drin. Stinkwanze. Geröstete Marshmallow, schmutziges Spülwasser, Geburtstagskuchen, faules Ei, Butterpopcorn, Stinktierspray, Lakritze, ist ja beides schlecht. Ja. Erbrochenes Pfirsich, Hundefutter, Schokoladenpudding, Nasenpope, saftige Birne, verdorbene Milch und Kokosnuss hatten wir schon. Stinkende Socken, Tutti Frutti, toter Fisch und Erdbeer-Banane-Smoothie. Also wir drehen jetzt einfach an dem Rad und dann ist derjenige, der gedreht hat, da mal so eine Bohne. Ah, der fässt da mal rein. Ey, und wann hab ich gewonnen? Tja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wer am meisten irgendwie ekelhaftes Zeug gegessen hat, der hat verloren. Ich glaube, da gibt es irgendwie keine Gewinner. Naja, ja. Ich mach jetzt mal hier. Interessant ist, die schreiben hier noch, dass du mal versuchen sollst, dir das nicht anmerken zu lassen, was da ist. Ach. Wenn das überhaupt möglich ist. So, ich habe jetzt hier. Na, das hast du denn? Juicy Pear or Buga. Grün mit schwarzen. Mit schwarzen Zeugs drin. Das wird schwierig, das wird richtig schwierig. Also saftige Birne oder Nasenpopel? Kann man gleich Schlüssel nehmen hier, das Ding. Mach mal, ich muss hier den grünen nehmen, mit die Punkte. Pass mal auf, wenn du da mit deinen Fingern, dann weiß ich schon, wie es schmeckt. Haha, Finger, ja. Oh, das stinkt schon so, ey. Das ist ekelhaft, ey. Wenn ekel. Boah. Nee, ey. Also riecht ja nicht so schlimm. Der einzelne vielleicht nicht, aber das Zeug, was da noch drin ist. Oh, nee, ey. Oh nee. Nee, das kann ich hier nicht drinnen lassen. Das muss ich groß nehmen. Oh. Ist das ekelhaft. Also ich habe keine Ahnung, ob das jetzt saftige Bohne war oder Nasenpopel. Was? Das weißt du nicht? Ich riech hier bloß diesen Fuß hier stank. Das ist ekel. Aber das ist. Oh. Du bist dran. Ne? Rico hat sich schon wieder wie so ein Mädchen. Ich glaube, ich mache hier gleich auch mal hier. Soft, ey. Ja. Das ist so ein echt abartiger, ekelhafter Stank. Nee, nochmal. Das hatte ich gerade. Das zählt nicht. Genau, was ist das? Ach du Scheiße, entweder Butter, Popcorn oder faules Ei. Get, ey, noch bitte, was ich gerne haben will. Scheiße. Ich will auch gar nicht dran riechen.
Das sieht so an, als ob du drei gegessen hast. Hm. Boah. Also ein herrliches Herrentagsspiel. Können wir schon mal festhalten. Was ist denn das, Alter? Entweder Puppe. Entweder faules Ei oder Butterpopcorn. Alter, wenn das Butterpopcorn ist, dann. Boah. Oh, das ist so ekelhaft. Mm. Ich glaube, die haben die Packung erwischt, wo nur die am Mist drin ist. Boah, ey, das ist so ekelhaft. Alter, das ist dein Glück. Also mal vor allem die Konsistenz. Ist das jetzt ein Kaugummi oder? Das ist schon eine dolle. Das ist so ein bisschen hart. Boah, das ist so ekelhaft. Eigentlich ist das wie Kaugummi, aber das löst dir dann halt um. Ja, also, das ist ein bisschen so wie Marmeladen. Oder hier diese Mentos. Genau, wie Mentos. Genau, die Mentos. Ich habe dazwischen die Zähne. Einmal machen wir noch. Schokoladenpudding. Oder Hundefutter. Boah. Naja, siehst du? Boah. Ist das der ganz dunkle? Oder ist das der braune? Ist das ekelhaft. Also als wir die Verpackung aufgemacht haben, da kam ein Gestank raus. Ich bin mir sicher, dass es Hundefutter ist. Ja. Boah. Den müsste ich mir erstmal in den Rest noch aus der Zähne popeln, damit ich hier das andere essen kann, ey. Boah, das ist so abartig, ey. Oh. Ich möchte nur kurz darauf hinweisen, dass wir auch schon Insekten gegessen haben und das war noch lange nicht so schlimm wie das da. Das ist ja. Oh nee. Falls ihr jemand von Snack Insekt sieht, ich möchte ja einen Aufkleber für jemanden. Nee. Du musst da ihn mal. Einmal doch. Ich will nicht. Vielleicht erwischst du ja eine Tüte. Ich glaube, da ist ja eine Tüte drin. Ich glaube, das ist eine Verarsche. Ja. Oh, ist das. Nein, das hatten wir ja schon. Geht noch nicht. Na ja, toll. Stinktier oder Marshmallow? Oh nee. Mehr Zucker oder ein bisschen? Wie soll ein Stinktier schmecken? Ich will es nicht herausfinden. Pardon? Nee. Also, das müsste ja denn. Was, wo hast du denn bitte? Na, Stinktier. Hä? Ach, hier oben. Oh, ey, das stinkt so schon. Das ist so ekelhaft, ey. Rüstet am Marshmallow oder Stinkwanze? Ach, nein, ich bin Stinkwanze. Stinkwanze ist ja fast so wie Mehlwurm. Ja, was ist denn das? Das ist das nicht hier. Das bunte ist das auch nicht. Da steht ja ein Name drauf. So braun. Naja, da steht ja kein Name drauf. Das helle, wo der Name drauf steht. Ja, super. Das ist hell mit braunen Punkten. Ich sehe das. Aus. Also die gibt nicht hell mit grünen Punkten übrigens, habe ich da gerade gesehen. Ja, hier gibt es aber das helle. Ist doch. Oh, es gibt das helle mit den grünen Punkten und das helle mit den bunten Punkten. Du musst das helle mit den grünen Punkten nehmen. Hier gibt es zweimal hell, bunt, dann schmeißen wir das raus. Das ist so abartig. Alter, das hier. Mann, selbst wenn ich was anderes erwische, ist es trotzdem ekelhaft. Das ist so. Ey, hier habe ich eins. Das ist es. Hell mit braunen Punkten. Was ist denn los? Ich warte schon die ganze Zeit drauf. Für die Wissenschaft? Nee. Für die Community, wa? Genau. Für unsere Zuschauer. Und wie schmeckt das? Schmeckt dir gut oder was? Dann haust du dir alles hinter.
Irgendwie beeinflussen sich die Dinger. Ja, auf jeden Fall. Hast du immer trotzdem dann so ein Stück von dem ganzen anderen Zeug mit drin? Ja. Aber Marshmallow. Ach, der hätte ich schon gehabt. Gott sei Dank. Geröstet war übrigens. Mhm. Oh, so, das ist so ekelhaft. Ja. Aber es ist lustig, wenn du das ekelhaft findest und ich das nicht essen muss. Mhm. Jetzt wirklich was für Leute, die schadenfroh sind. Ja, ganz ehrlich, da esse ich lieber hier die Insekten. Also ohne ja, Scheiße. Auf jeden Fall. Boah, ey, ist das brutal. Die haben auch eine bessere Konsistenz als das da. Alles so abartig, vor allem klebt es zwischen die Zähne. Irgendwo klebt das auf jeden Fall immer. Stell dir mal vor, ja, wenn du so einen Scheiß hast und dann klebt die Scheiße noch ewig lang drin, ey, musst du einen Maulgulli nächsten Morgen haben, ja. Oh, Link in der Beschreibung oder was? Link ist natürlich immer hier unten unter dem Video, wie ihr kennt. Einfach aufklicken und schon landet da auf vermutlich Amazon und dann. Ja. Also wenn ihr Spaß haben wollt bei einer Feier oder den ihr nicht leiden könnt, dann könnt ihr das schenken. Genau. Ja. Ihr tut immer so, als ob ihr was esst und schmeißt das einfach über die Schulter. Zum Beispiel. Genau. Haut rein. Na gut. Stellt jetzt raus. Also Spaßfaktor ja, ansonsten minus 5 von 5. Ja. Vom Geschmack her, das ist ja ekelhaft, ey. Kann jetzt eine Sonne schmoren, dann ist das all die. Also Spaßfaktor? Yes. Naja. Und ansonsten geschmackstechnisch. Auch wenn es irgendwie dieses Marshmallow ist, oh, ey, heftig süß. Ganz lustig. Ja, lustig war es, aber Konsistenz und so. Ja, wenn du jetzt selber essen musst, ist es halt blöd. Ist ja klar. Boah. So, Jensi hat wieder was mitgebracht, natürlich. Bis zum nächsten. Ach so, ja, und übrigens, das gibt es dann danach beim nächsten Video. Ach nee, dann müssen wir erst mal Wasser rüber testen. Und dann gibt es das hier. Bis demnächst.